Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich grüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.33. Hier haben wir einen Mercedes-Bus und zwar den O362 und der hat auch nur 20 MB. Und ich möchte sagen, solch eine Art Busse sind schon irgendwie in Europa, aber doch irgendwo auch mehr in Südamerika gefahren. Oder fahren vielleicht immer noch. Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Aber jetzt werden wir uns mal den Mod genauer anschauen. 20 MB ist jetzt nicht viel. Und ja, es lädt. So viele Mods habe ich gar nicht drin. Und wir gehen mal zum Mercedes-Händler und schauen uns mal an. Hier gleich der erste. Ist hier. Und was bieten uns 20 MB? Auf jeden Fall nicht die höchsten Texturauflösungen, ja. Und dann haben wir Skins. Ja. Und das sind Skins, die wahrscheinlich aus der Region, ja, von Südamerika kommen. So, 4x2, das bleibt so. Dann 192 PS. Tja, was? 192 PS? Ist das richtig? Hatten die schon so viel oder ist das vielleicht wenig? Hm. Was bedeutet eigentlich die O362? Ist es die dritte Version aus dem Jahr 62? Ja. Oder 62 Sitzplätze? Oder nur 36 Sitzplätze und die zweite Version? Ach, Fragen über Fragen. Und darum gehen wir einfach mal weiter. Wir haben ein ganz normales Getriebe hier drin. Und der Innenraum sieht echt ein wenig karg aus. Und da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Gerade hier in dem Bereich, dass man einfach hier so ein, ja, Texturklotz hinpackt und ja, die Sitze sehen, was soll das? Ja, das finde ich auf jeden Fall echt stark. Vielleicht ist es noch nicht eine Version, die so weit fortgeschritten ist, aber ja, wir hoffen mal, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ja, hier, das sieht ja schon ganz ordentlich aus, das Lenkrad, aber hier die ganzen Texturen, das ist einfach noch zu clean. So, Farbe kann ich dann weiter nicht mehr ändern. Wir können auch nur die Reifen ändern. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein, ist es nicht. Und ohne Navi kommt der Maximus gar nicht klar. Aber gut, das ist es erstmal. Der kostet 56.000. Wir gehen dann einfach mal raus. Wir stehen ja hier schön gemütlich an einer Bushaltestelle. Bloß keiner steigt ein. Ja. Vielleicht werden wir in ein, anderthalb oder zwei Jahren doch mal irgendwas in der Art, ja, Euro-Coach-Simulator sehen. Wir sind hier unten am Fahrzeug. Wir sagen jetzt einfach mal Motor an. Blinker funktioniert. Wir haben keinen Beifahrer und das Lenkrad lenkt auch nicht mit. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist fein. Oh. Da kann man schon mal eine kleine Tour machen, ne? So, ja, natürlich könnt ihr jetzt selber noch mal ein bisschen entscheiden von der Heckpartie. Also so sieht ja der Bus von außen. Finde ich ihn ja ganz angenehm. Aber wenn ich jetzt hier so drinnen sitze, okay, das mag alles noch gehen, ne? Ja, dann werden wir einfach mal schauen, ob wir davon mal wirklich eine Tour machen. Kommt natürlich immer darauf an, wie es bei euch ankommt. Und ob euch die Mod-Vorstellung gefallen von mir. Wenn es so ist, dann schreibt es in die Kommentare. Like das Ding, teilt das Ding oder ihr lasst ein Abo da. Sogar kostenlos. Und das Licht wirkt ein bisschen deplatziert. Ja, gut. Trotzdem, Mod-Vorstellung. Ich mache einen Fisch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye.